Ja, willkommen zurück. Wir sind hier gerade bei dem Recht der Auflösung angekommen, bei den Magiern. Wir wollen uns jetzt Meredith entgegenstellen. Ob wir das hinkriegen, ist eine andere Sache. Meryl? Bethany? Möge der Erbauer uns alle beschützen. Ja. Meryl? Hier ist es so trostlos. Ja, ist ja auch klar, hier ist ein Leichnam. Mann. Ja, Templerhalle. Ach du Scheiße. Und für diejenigen, die den letzten Part nicht mitbekommen haben, was passiert ist, wir durften uns denn dem ersten Verzauberer entgegenstellen. Und hier sind jetzt lauter Schatten, na ganz klar. Ah, ganz toll. Danke, Orsino. Anhat. Himmel, Herrgott, noch mal, ey. Was ist da heute mit meiner Aussprache los? Lauter Abscheulichkeiten. Sendel? Ja, die Heiltränke nehmen wir gerne, danke. Lirium-Tränke auch immer her damit. Jo. Jo. Ausdauertränke her damit. An dem Junderverkauf natürlich. Verzauberungsvorrichtung haben wir. Ja, haben wir. Nee, das hatte ich jetzt nicht vor. Zurück. Ach so. Evelyn, du kannst doch jetzt das Gewicht tragen. Hast dadurch mehr Schaden. Naja, sieht ein bisschen anders aus, aber wäre wiederum auch nicht okay. Ja, sonst nichts. So, dann kurz Runde des Geistes. Ja. Machen wir mit der Waffe halt ein bisschen mehr Geistschaden. Nein, keine Verzauberungen. Sendel, was zum Geier hast du hier gemacht? Verzauberungen? Ja, Verzauberung, genau. Was zum Geier ist hier passiert, Sendel? Hier sind ein paar Dämonen und du stehst hier noch lebend in der Ecke. Zu groß. Leute, kommt ihr raus? Varric? 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 Himmel, Herrgott, nochmal, Varric. Komm da endlich. So, bist du zu blöd? Sag mal. Hallo? Sag mal. Sag mal! Kann's doch nicht mehr sein, ey! Hallo? Hallo? Was soll die Scheiße?
Hallo? Und ich werde wieder zurückgeworfen. Sehr schön. Und da schon wieder. So langsam fühle ich mich hier verarscht. Hallo? Haben wir es mal langsam? Na, scheiß drauf. Varric, willst du mich eigentlich verarschen? Du kriegst es nicht gebacken, so durch den Raum zu treten, aber schon stehen wir hier an der Tür. Kriegst du es hin, oder was? Was zum Geier war das denn jetzt? Jetzt mal ganz im Ernst, was zum Geier war das denn eben? Kaum treten wir durch die Tür, werden wir angegriffen, oder was? Und schon wieder. Diesmal lauter Templer. Na komm schon. Sehr schön. Ich auch noch. Ja, Gentlemen, haben wir es mal langsam. Sag mal. Haben wir's? Ich glaube, das wäre ungesund. Ein Haufen Plunder. Ein sehr großer Haufen Plunder sogar. Ein bisschen Geld. Sehr schön. Noch mehr Geld. Was hat denn der Leutnant? Noch mehr Geld. Sehr schön. Und Geld. Okay, da geht's, ginge es weiter. Hier ging es dahin. Da wäre die Tür von Meredith. Ein großer Hof. Na komm schon. Haben wir es mal langsam. Sehr schön. Seht sie euch an. In die Ecke gedrängt, zeigen sie ihr wahres Gesicht. Ich werde niemals begreifen, warum ihr sie verteidigt. Das ist eine alte Geschichte, die immer gleich endet. Das ist falsch. Gerade ihr müsstet doch wissen, was es heißt, ein Sklave zu sein. Ihr wart nie zuvor im Reich. Dort spucken uns die Magier an. Sie halten meinesgleichen wie Haustiere. Denkt ihr wirklich, ich würde nicht kämpfen, um zu verhindern, dass das Gleiche auch hier geschieht? Dann denkt nochmal nach. Entweder ihr sterbt, oder ich sterbe. Es endet so oder so. Okay.
Oh Mann, das ist der Wache, das ist doch Evelyn. Hä? War's das jetzt? Ja, Fenris ist tot. Alles klar. So, Kommandant, Templerjäger, Templerleutnant, Stadtwache. Fenris, ich hätte eigentlich gerne noch mein Schwert zurückgehabt. Naja, egal. Besser als gar nichts. Leichnam, Tigerauge, Bruchstück. Nochmal abspeichern. Und ab durch die Tür. Ja, so viel dazu. Oh, eine Truhe. Meistertruhe, okay. Zeremonieschärpe des Templers. Okay. Hier noch irgendwelche Gegenstände? Ja, eine Standardtruhe. Das war's schon. Aha. Ach nee. Eine Truhe. Drachenhaut. Mantel des Jägers, okay. Und eine Standardtruhe. Ein verzierter Ring, sehr schön. Nur, was ich nicht verstehe, Evelyn ist doch die... Oh, Himmel, Herrgott, nochmal. Erschreck mich doch nicht so. Ich grad verjagt. Hawk. Himmel. Knochenberg, Schild des Aufrechten, okay. Schatten, noch ein Leichnam mit. Ein bisschen Geld, okay. Dämon des Hochmuts. Hm. So, jetzt ist denn die gute Frage. Hier war soweit nichts mehr, ne? Ne. So, Leute. Den Hof der Gallenburg besichtigen wir den nächsten Part. Ich danke dann fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Schausen!